Die Hospizgruppe ist entstanden durch das Engagement von gehörlosen Frauen. Konkret waren das zwei Frauen, die schon immer ältere Gehörlose besucht haben. Die haben gesagt, wir wollen eine Ausbildung, eine Hospizausbildung hier in Würzburg haben, haben noch andere engagierte Frauen damals gefunden. Und so war das von Anfang an eine Gruppe von 5 gehörlosen Hospizbegleiterinnen mit dem katholischen und evangelischen Gehörlosenseelsorger. Später kamen noch 2 weitere gehörlose Hospizbegleiter dazu, sodass wir heute sehr froh sind, dass es 6 gehörlose Frauen und ein gehörloser Mann ist, die gemeinsam unsere Hospizgruppe bilden. Seit 2001 bin ich Hospizbegleiterin. Damals habe ich gewusst, Gehörlosen, wenn sie alt werden, wenn sie krank werden, wenn sie im Sterben liegen, sind sie oft einsam. Und wenn der ein horrender Hospizbegleiter kommt, weiß er oft nicht, wie er kommunizieren soll. Das können wir Betroffene am besten. Der Kontakt mit Gehörlosen ist ein ganzheitlicher. Für mich war das eine große Bereicherung, seitdem ich die Gebärdensprache gelernt habe, seit 2012 und auch Kontakt mit gehörlosen Menschen haben darf. Ich bin in einer neuen Welt. Sie haben mir eine völlig neue Welt gezeigt, die ich vorher nicht kannte. Ich erlebe es viel intensiver, die Kommunikation, weil es nur von Angesicht zu Angesicht geht. Man schaut sich immer an, man hat auch immer Zeit, man nimmt sich viel mehr Zeit und auch diese Gebärdensprache funktioniert auch mit dem ganzen Körper und mit der ganzen Mimik. Es sind nicht nur die Gebärden, die man sieht. Und das ist eine große Bereicherung und man darf keine Berührungsängste haben. Bei den Hörenden kann der Hospizbegleiter sprechen. Er hört meistens. Bei den Gehörlosen ist es wichtig, dass man berührt. Er muss spüren, es ist jemand da. Er muss spüren, es ist jemand da, der mich versteht. Ich würde mir wünschen, dass es überall in ganz Deutschland noch mehr gehörlose Hospizbegleiter gibt. Die Frage ist immer, wer zahlt die Ausbildung, wer zahlt die Dolmetscherkosten? Das ist immer das. Weil ich doch in großer Sorge bin, die große Einsamkeit von älteren, schwerkranken Gehörlosen. Die bleiben wirklich auf der Strecke, sind oft auch in den Seniorenheimen alleine. Wir haben in Würzburg ein Seniorenheim, wo auch Plätze sind für mehrere Gehörlose, dass sie untereinander kommunizieren können. Hier besuchen wir regelmäßig die Kranken, die Sterbenden und es ist einfach eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Leitung. Ich bin taub. Du bist taub. Wir sind taub. Verbindung.